Jetzt müsste ja gleich wieder irgendwas hier aufgehen. Irgend so ein Fensterladen geht jetzt wahrscheinlich gleich auf. Ein Bild fällt runter. Sonst was. Okay. Alles ist gut. Ich mache die Taschenlampe mal aus. Ich will nicht so viel Strom brauchen. Jetzt mache ich sie wieder an. Ja, ich weiß es echt nicht. Das sieht doch hier vor Ort nur so aus, als würde ich rumstehen. Okay, keine. Die Tür öffnet sich hier. Ja, dann gehe ich davon aus, dass ich wieder runter muss. Will mich irgendjemand erschrecken? Hallo? Nee. Bringt ja auch nichts. Ich renne mal die Treppe runter. Boah, jetzt habe ich einen Schub Motion Sickness. Ja, also, da waren wir an der Tür schon. Das weiß ich gar nicht mehr. Nee. Also ja, an der Tür waren wir wohl. Vielleicht muss ich diese eine... Wo habe ich denn diese rote Kerze hingesteckt, die ich vorher aufgesammelt habe? Habe ich die aus Versehen mal irgendwo fallen lassen? Ja, ich gehe jetzt mal die andere Treppe hoch. Ist hier immer noch locked? Vielleicht ist... Okay, wie mache ich die Hand leer? Ich will einfach die Hand leer machen. Ach. Zum Teufel damit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, jemand mag solche abstrakte Kunst hier. Mhm. Ach ja, warum denn eigentlich nicht? La, 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 la. Das sieht nach einem besonderen Schloss aus, finde ich. Vielleicht aber auch nicht. Ja, der ist wohl irgendwie zu Granny's Room, wenn ich das richtig verstanden habe, also. Aber ich kann mich gar nicht mehr an den Zettel so genau erinnern, was da jetzt drauf stand. Ich weiß nur, Granny's Room ist locked, glaube ich, also verschlossen. Ich wüsste gern, wie ich meine Hand leer mache. Ich wüsste es... Ah. Okay. Also das wird echt schwierig werden, wenn nachher tatsächlich irgendwas hier mich verfolgt und ich muss schnell reagieren und wegrennen, dass ich hier den richtigen Knopf drücke. Vor allem, wie komme ich jetzt wieder? Ja, jetzt finden wir hier wieder die Taschenlampe, ne? Ja, also... Moment, ich muss meine Sicht mal wieder justieren hier, auf den Mittelpunkt stellen. Ja. Ja, ich gehe jetzt mal wieder da runter. Da oben scheint ja jetzt nichts zu gehen. Keep out. Ja, ich kann... Ich muss ja irgendwo hin. Alles klar, da war jemand. Dieses Ding ist da durchgelaufen, wo das Bücherregal schräg liegt. Das könnte heißen, dass das Bücherregal... Hört's da auf mit den Türscares. Doorscares. Das ist doch... Altbacken ist doch das. Das macht mir auch gar keine Angst. Okay, also dieses Ding, Lebewesen, vielleicht auch nicht Lebewesen, ist hier durchgegangen. Also ich gehe mal auf von Nicht-Lebewesen. Ja, kann ich denn jetzt hier irgendwas... Ich krieg das nicht weg. Was soll ich denn machen? Soll ich es... Kann ich es... Nein. Okay, also es ist von hinter mir gekommen. Ich drehe mich deswegen jetzt mal ganz locker flockig um.
Hallo? Ja. Nee, ohne Witz, also. Das ist das Kinderzimmer nach wie vor. Aber vorher war doch dieser. War vorher dieser Hase schon an der Wand? Da geradeaus, ja, ne? Was? Ja. War ich vorher an dieser Tür? War ich vorher an dieser Tür? Ich weiß es. Ja, diese und jene. Nee, das macht ja nichts. Der Chat ist auch versetzt, ja? Das. Nee, Chat ist schon versetzt, das ist so. Okay. Ach, ich fühle mich sau wohl. War das jetzt ein Zeichen, dass... Ich probier's nochmal da. Ich muss das wissen. Ich muss wissen, ob diese Tür hier aufgeht. Geh doch auf, verdammt! Nee, die will irgendwie nicht. Also es ist so, als würde etwas blockieren. Das... Ah ja, das drückt irgendwas dagegen. Irgendwas ist da. Ah, ja. Auf jeden Fall wehrt sich da was dagegen, dass ich die aufmache. Puh, naja, dann gehen wir halt hier lang. Oh, ist aber ein sehr schönes Bild. Da würde sich jeder hinhängen. Hallo, kleines Mädchen. Wir spielen jetzt eine Runde Ball, ja? Ist das so? Können wir gerne machen. Soll ich den nehmen? Jetzt ist der Ball weg. Hoffentlich war der nicht wichtig. Also, irgendwie jetzt. Rennen funktioniert gerade auch nicht mehr. Okay. Ah ja. Es wird mir einiges klar. So, kann man nur so ertragen. Ach, so viele Kerzen da. Ach, wem gefällt sowas nicht? Hier ist ein Fernseher an. Ah ja, da passieren nicht ganz normale Dinge im Fernseher. Das ist aber nur im Fernseher. Das ist also alles nicht real. So. Okay, was haben wir denn hier? Also, irgendjemand hat hier geraucht. Ich bilde mir ein, dass es vielleicht gar keine schlechte Idee wäre, das Feuerzeug... Aha! Mal im Inventar zu behalten. Rauchen können wir auch. Nee, können wir nicht. Ach, schade. Das wäre Augmented Reality. Sowas von Rauchen hier. Was ist das? Flasche Maker's Mark? Nee, kein Etikett drauf. Also ist auf jeden Fall eine... Nee, Maker's Mark sieht doch ein kleines bisschen anders aus. Scotch Whiskey. Moment. Gib mir doch jetzt. Ah ja, jetzt. Das Ding will das. Blend. Ach so, naja. Dann muss ja nicht. Also ist ja nicht schlimm, aber. Also lieber ein Single Malt. So, lesen wir mal Zettel. My dearest Bill, mein liebster Bill. I am writing you this letter because you refuse to. Talk to me if there is something that I have done to anger you. Please just tell me. Was? Tell me? Achso, talk to me. Okay. Okay. Liebster Bill, ich schreibe dir diesen Brief, weil du dich weigerst, mit mir zu sprechen. Habe ich dir irgendetwas getan, um dich sauer zu machen? Bitte rede einfach mit mir.
We used to talk. Wir müssen reden. All the time, for hours and hours. Ach so, wir haben immer miteinander geredet, Stunden und Stunden. I wish we could go back to that. Ich wünschte, wir könnten dahin zurückkehren, also zeitlich gesehen. Remember our honeymoon in Aspen. Erinnere dich doch an unseren Honeymoon. Also Honeymoon müsste, glaube ich, Hochzeitstag sein, glaube ich. Oder sowas. In Aspen. Oder Hochzeitsreise, ja. The snow, the fire pit. I miss you. Der Schnee, Fire Pit müsste Feuerloch, irgendwie sowas sein. Oder ein Krater, keine Ahnung. With love and devotion. Devotion. Die einfachsten Wörter weiß ich manchmal nicht. Egal. Also auf jeden Fall mit Liebe. Elizabeth. Danke, Elizabeth. Nächster Titel. My beloved Bill. Ich drehe mich mal wieder so ein bisschen gerade in die Kamera. Bin ich so richtig? Dankeschön. My heart aches. Mein Herz tut weh. Why have you shut me out? Shut me out, also ausgesperrt, glaube ich. Warum hast du mich ausgesperrt? I can see in your face that something is wrong. Ich sehe in deinem Gesicht, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich glaube, sie meint damit, dass er sie ausschließt irgendwie aus, nicht aus dem Haus jetzt, also räumlich, sondern eher so generell. Ja. Hingabe, ah ja. Voller Liebe und Hingabe vorher im Brief. Okay. I can see in your face that something is wrong. Ich kann in deinem Gesicht sehen, dass etwas nicht stimmt. Is it another woman? Ist es eine andere Frau? When I close my eyes, I feel like I can see her. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich sie förmlich sehen. Like her presence is somehow in the house. I can't go on like this. Als wäre ihre Präsenz oder als wäre sie irgendwo im Haus. Ich kann so nicht weitermachen. I wish with everything in my being that we could just go back to Aspen and Ja, kann ich nicht genau entziffern, leider. Was ist Rehindle? The love that we once shared. Okay, ich wünschte, wir könnten noch einmal nach Aspen zurückkehren und uns wie damals lieben. Irgendwie so sinngemäß. Ja. Oh, there is a battery. I love batteries. Thank you. Okay. Gottes Himmels Willen. Du konntest sie doch nicht einfach so dahinstellen. Ich weiß nicht, ob es so sein muss gerade im Spiel oder ob es an mir liegt. Rennen kann ich jetzt gerade nicht. Was? Ich soll das Mädchen erwürgen? Erschießen, ja. Mit Licht oder was? Keine Waffe dabei? Natürlich habe ich keine Waffe dabei. Das ist. Also ich bilde mir schon ein, ich sollte da vielleicht mal nach dem Kind sehen, hä? Ja, die weint. Die weint und. Ich kann noch nicht rein. Okay, die Taschenlampe verabschiedet sich demnächst. Da geht auch nichts. Und ich kann wirklich nicht rennen gerade. Das Bild ist ein bisschen gruselig hier. Naja. Ich glaube, ich gehe lieber. Hilfe! Ich muss weg! Meine Taschenlampe ist aus! Meine Taschenlampe ist aus! Oh! Ich kann meine Taschenlampe nicht! Ich sehe nichts mehr! Ich sehe auch nicht, was ich in der Hand habe. Willst du mich umbringen? Jetzt wird es langsam interessant, ja. Oh Gott! Wo denn? Ja, jetzt hier nicht, oder? Da war ein Schatten direkt vor mir? Ja, jetzt gerade eben, ja, als ich verreckt bin. Ich habe jetzt keinen Plan, was ich jetzt so. Ich schätze mal, ich muss da wieder hinter, muss das wieder
triggern, dass die mir wieder folgt. Aber ich habe dann keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist vielleicht eine Idee hier. Soll ich das mal auschecken? Also ich meine, ich kann ja jetzt theoretisch 10-mal verrecken, wenn die Frau hier kommt. Ich muss erstmal checken hier, wie dieses... Okay, also das Feuerzeug ist schon mal, wenn die Taschenlampe leer geht. Da. Das ist ja fein. Bestimmt muss ich jetzt auch noch Feuerzeugbenzin suchen. Okay, also meine sehr, sehr starke Vermutung ist jene, dass ich ja, diesen Moment jetzt nochmal triggern muss, indem mich die gute Frau da verfolgt. Moment, ich muss mich erstmal wieder gerade hinstellen. Gerade hinstellen. Ja, ich glaube, morgen mache ich das im Sitzen. Dann ist ja alles in Ordnung hier mit Stehen, aber... Ja, schmeiß doch das Buch weg jetzt. Also gut, ich muss definitiv zurück, denke ich. Und dann muss ich aber irgendwie fliehen. Beziehungsweise muss ich das jetzt alles in dem Raum da vorne nochmal wiederholen. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe echt keinen Plan, wo ich jetzt hinrennen soll, wenn die gute Frau wieder hinter mir her ist. Was mache ich denn da? Ist die jetzt weg vielleicht? Muss ich vielleicht sterben? Nee, die ist jetzt wieder da. Naja, ich probier's nochmal. Ja, vielleicht ist die Tür deswegen aufgegangen.